So, Atami und Xio hier zurück mit You. Im letzten Part, wer hätte es gedacht, haben wir Rätsel gemacht und haben die Farbe, ja, wir haben ein anderes Blau erhalten, ein dunkleres Blau. Ja, ein schöneres Blau, wie ich wage zu behaupten. Und das helle Blau weint gerade irgendwo. Ja, aber es ist halt ein helles Blau, auch wenn es traurig ist, kann man es nicht wirklich ernst nehmen. Weil helles Blau sieht halt einfach nicht traurig aus. Aber tief im Innern fühlte Schmerzen und ist traurig. Ja, das ist tatsächlich so wie mit meinem Schal, den ich immer anhabe. Der hat eigentlich total viele Löcher. Nur wenn ich den halt trage, sieht man das nicht, weil die Löcher alle verdeckt sind. Ja? Aber du kannst den Schmerz nicht sehen. Lila. Boah, die Musik, hörst du das? Mhm. Nimmt gerade ganz schön Tempo auf, das ist ziemlich cool. Wir haben jetzt übrigens auch zwei Paar Kopfhörer und die können wir jetzt auch hier am Fernseher anstecken und jetzt haben wir beide die Musik auf den Ohren, was sehr angenehm ist. Wie ich jedenfalls finde. Ja, durchaus. Super Klatscher! The music intensifies. Das sollte ich nicht tun. Nein. Heavy musicing. Okay. Da gutes Commentary. Oh gosh, oh golly, oh, oh. Wait, what I'm doing. Schön, wenn da an der Seite noch die anderen Teile untersausen. Okay. Geht's wieder hoch? It seems to me like I'm an expert, Elias. What a story, Basti. Hat er verstanden, die Anspielung. Sehr schön. Ich sollte jetzt nicht auf... Also gehen wir mal auf Lila. Kommen wir wieder hoch. Okay. Warte mal, bis es zu Ende gebounced hat. Das mit den Luftballons ist irgendwie sehr cool. Das gibt dem Ganzen noch sehr schön noch ein bisschen Umfang. Okay, da ist auch nichts. Okay, einfach mal durch. Nicht wieder sowas, oh boy. Ich mag diese Rätsel nicht. Die waren vorher schon schlimm genug. Alright. Aber langsam habe ich den Bogen raus. Oh, keine Treppen, keine Treppen. Oh Gott, ist das stressig. Ah, nicht noch eins. Okay. Oh boy. Ah ja, da ist gleich noch eins. Ich verstehe. Gleich wieder wechseln auf Lila. Und ich. Das war ja schon anstrengend beim Zusehen. Oh. Aber beim ersten Versuch gleich durch. Yeah. Nailed it. First try. Zero death. I'm big man, look at the statistics. The what? Oh, da ist er wieder. Habe ich übrigens auch gesehen, es gibt ein Video mit Big Shaq und einem Fußballer aus England. Und die haben da sehr viel Spaß und dann sagt er eben auch Big Shaq, look at the statistics. Und dann sagt der Fußballer, sagt the what? The statistics. What? The statistics. Und wir haben gelb. Gut. Naja, viel unterscheidet sich ehrlich gesagt nicht. Nein. Es hebt sich kaum vom Hintergrund hervor. Ja, und auch so jetzt im Farbkreis. Okay, man sieht schon einen Unterschied, aber... Na, du hast damals ja auch schon gesagt, ist das ein Gelb Orange vor Angst. Oder ein Gelb. Und ein Orange jedenfalls mit einem sehr großen Gelbanteil. Auf jeden Fall. Und da haben wir auch schon hier gerade die Trophäe. Hieß Gelb vor Angst. Und
In der Evolution ist die Farbe Gelb eher verbunden mit entweder Angst oder giftig. Mhm. Das, ich weiß nicht, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber es gab Tiere, die durch ihre Färbung halt am Körper, man recht gut erkennen konnte, yep, giftig. Halt. Die haben dann irgendwelche Teile des Körpers, die gelb waren und dadurch wirken die dann, also wusste man, okay, yep, gelb, giftig, gefährlich. Ja, vielleicht habe ich deswegen auch so eine große Abneigung gegen Gelb. Mhm. Ich glaube auch, Gelb, ich glaube, es gibt auch nicht viele Leute, die Gelb als Lieblingsfarbe haben. Mhm. Natürlich ist Gelb auch sehr, recht positiv besetzt, was mit Assoziationen, aber auch eben auch... Ich würde niemals sagen, dass Gelb meine Lieblingsfarbe ist. Vor allem, es gibt auch nicht sehr viele schöne Gelbtöne. Richtig, ja. Spring was around the corner. Yellow daffodils poked through the dirt in our backyard. As time moved, my resentment slowly slipped away. I continued my research from home. Without Dr. Gray, work was slow, but I still made progress. One day, Hugh, when you were sleeping, I watched over you. I was on the cusp of a breakthrough, and you were the last person left to see it. I was so excited for the both of us. Hmm. Also jetzt nichts speziell in Bezug auf die Farbe Gelb, sondern nur Story, Input. Ja, gibt halt einfach nicht viel zu sagen zu Gelb. Mhm. Tatsächlich, also so wie sie jetzt auch gesagt hat hier mit den Narzissen, also hier bei Blumen gibt es viele schöne Gelbtöne, ja. Aber ansonsten, aber... Ja, es ist halt vor allem auch schwer, ein künstliches Gelb schön zu machen, finde ich. Also natürliches Gelb hat schon sehr schöne Farbtöne, aber... Ah, vor allem so digital finde ich es dann wieder oft nicht schön. Weil Gelb auch sehr leicht irgendwie matschig wird oder irgendwie unrein. Das ist, ich habe es auch schon gemerkt, wenn ich irgendwie Farben mal angemischt habe und irgendwie versucht habe, was Gelbes zu machen. Ja, das sticht halt auch so ins Auge. Ja, das ist halt auch das. Kann richtig wehtun. Mhm. Gelb macht es einen nicht einfach. Nee. Und uns fehlt nur noch Grün. Mhm. Das haben wir auch schon gesehen, dass die Farbe kommt. Sind wir wieder am Start? Ich glaube schon. Oder? Ja, sind wir. Oh, dann können wir mal. Ich glaube, es gab es nicht. Es gab auf jeden Fall ein Haus, in dem ein rosaner Block war. Das weiß ich noch. Ja, und Gelb glaube ich auch. Wir haben auf alle Fälle im Leuchtturm auch noch Grün. Im Leuchtturm war Grün. Mhm. Aber hat einen gelben Block irgendwo? Ja, ich glaube. Warte mal. Da ist auf alle Fälle Rosa. Warte. Ich muss nochmal die Musik hören. Weil das ist das Hauptthema, aber langsamer und noch trauriger. Hm. Hat sich das irgendwie verändert? War das schon vorher so? Ui. Wir sind etwas nah. Der Farbkreis ist etwas nah an uns dran. Ah. Hey, 4 von 28, was auch immer die Teile bringen. Wahrscheinlich ist das nur so ein Gimmick zum Sammeln. Ja, und vor allem, wir sind bald fertig mit dem Farbkreis und haben aber erst 4 Stück. Wir sind auch an vielen vorbeigelaufen, gezwungenermaßen, weil wir die nicht erhalten konnten. Ah, man müsste es quasi nochmal spielen. Ja, irgendwie. Wahrscheinlich. Ich müsste nochmal das ganze Spiel durcharbeiten. Aber wer hat für sowas schon Zeit? Ain't nobody got time for that. Wir haben vor allem irgendwo noch blau gehabt, das erinnere ich. Ja, da erinnere ich mich auch dran. Auch. Okay, warte mal, es lohnt sich nicht zum Leuchtturm zu gehen. Lassen wir das mal. Ja, es gab irgendwo noch eine Passage, da war einmal hinter einem Gitter oder so, war nochmal so ein blauer Block, aber das war eben das Dunkelblau. Genau, ja. Okay, dann gehen wir mal weiter, oder? Ja, wir hatten da ja auch Gelb, genau. Neuer Rätselspaß. Ich bin aber gerade echt gespannt, wo noch die Story jetzt eigentlich hingeht, weil ich kann mir vorstellen, es fühlt sich ein bisschen so an, als könnte irgendwie so ein großer Drop kommen oder sowas in der Art. Oh. Ui. Okay, ich habe gedacht, dass irgendwie Flüssigkeit hier rauskommt, aber das sind Laserstrahlen anscheinend oder sowas.
Laserstrahlen aus den Augen schießen, Laserstrahlen aus den Augen schießen. Das heißt, wir kommen auch gar nicht nach links. Ja. Ey, das ist ein Leuchtturmsymbol. Hier, da. Ja. Ah. Und das ist auch grün. Hm. Also können wir nur dadurch. Also ist der Leuchtturm vielleicht wirklich grün symbolisch, also die Hoffnung? Vielleicht ist da auch irgendwie, das ist der, irgendwie so ein Leuchtturm ist ja auch immer so ein, Leuchttürme an sich sind ja irgendwie so eine Hoffnung. Jetzt stell dir vor, ja. das Schiff auf der stürmischen See und was irgendwie versucht zum Hafen zu kommen und sieht dann das Licht des Leuchtturms. Oh, noch eine Nachricht. Meine Recherche led me to tales of a long lost civilization. They built great machines, pioneering electricity many years before we discovered it. Strangely though, this civilization is said to have felt no pain. They knew of pain and observed it, yet could not experience it themselves. Explaining to them the sensation of pain is like me explaining color to someone that can only see in black and white. I wonder, Hugh, if we will be able to share in our experiences of color. Also kann Hugh da nur schwarz-weiß sehen? Das könnte durchaus sein, ja. Weil wenn sie... Also warte, wir wissen ja, dass... Also wir können ja annehmen, dass wahrscheinlich Hugh der Sohn ist von der Dame, die wir immer hören. Ja. Beziehungsweise, dass sie sich um Hugh kümmert anscheinend. Und jetzt, wo sie gerade sagt, ist, ob wir jemals unsere Farberfahrungen teilen können. Vielleicht auch, weil sie meint, weil sie ja in diesem anderen Zustand ist. Das könnte auch sein. Aber weil sie jetzt gerade schon schwarz-weiß vorher angesprochen hat, vielleicht kann Hugh wirklich nur schwarz-weiß sehen. Also zumindest ist ja auch am Anfang alles schwarz-weiß, bis eben die Farben dazu kommen. Mir fällt übrigens noch ein, jetzt gerade, wo wir drüber reden, der Name Hugh, das kommt aus einem anderen Farbraummodell. Also es gibt ja, sag ich mal, im RGB-Farbraum zum Beispiel gibt es ja diese drei Werte, die Sättigung, die Helligkeit und noch irgendwas, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, und der Farbton, glaube ich, an sich. Mhm. Und es gibt einen anderen Farbraum und in dem gibt es einen Wert, der Hue heißt. Ah, interessant. Und was markiert der? Der ist auch irgendwie die Farbton in diesem Farbraum. Interessant. Übrigens, was mir aufgefallen ist, die ganzen antiken Sachen sind weg. Wir haben stattdessen Elektrizität überall. Genau. Mensch, so viele Farben können wir jetzt schon benutzen. Das überfordert jetzt schon fast ein bisschen. Oh, da ist ja gar kein Hund. Ja gut, aber das ist jetzt noch... Das ist wieder das Tutorial hier, damit wir verstehen, wie das Rätsel funktioniert. Oh. Nein. So. So langsam habe ich auch den Dreh raus, wo die Farben sind. Im Farbkreis, obwohl das gerade eben nicht so danach aussah. Oh boy. Oh nein. Oh Gott, Das wird. Kannst du vorbeikommen? Ah. Okay. Das gefällt mir nicht so gut. Oh. Hallo. Weil sonst kommt der Laserstrahl durch. Hm. Okay. Wir lassen ihn nochmal vorbeiziehen. Risk it for the biscuit. Ja, das hat dämlich. Ich wusste. Wartet mal. Okay, kann man gar nicht sehen. Chip, 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 chip. Hey, hey, hey. Schnauze. Ich weiß jetzt schon, wie ich es mache. Ja.
Uppala, nee, lieber noch nicht rüber. Ich möchte nur ganz kurz probieren, ob ich nochmal das Ding holen muss. Nein. Nein, okay. Das speichert es tatsächlich, das ist sehr angenehm. Okay. Dann kenne ich mich jetzt auf jeden Fall aus. Ist ja voll easy. So. Ich habe aber das Gefühl, dass das jetzt noch ziemlich heftig werden könnte. Hm. Ah, die gehen gar nicht durch Boxen durch. Interessant. Hm. Das sind aber keine guten Laser. Nee. Ja, oder es sind gar keine Laserstrahlen. Ja, die sind auch, die wabern ja so. Ein Laserstrahl wäre ja konstant. Ja. Außer ein Kylo Ren Laser. Hm. Weil der muss ja auch gefährlich sein und aggressiv. Genau. Escape oder ist das? Ja, so Rausch. Achso, das war jetzt nur. Hä? Wozu haben wir gerade die Kiste da durchgeschoben? Moment. Ah, dafür wahrscheinlich, ja. Ja, wahrscheinlich muss man irgendwo was. Ist das. Okay, wie ja, ich Frage. Nehme an, dass du es auf das Orange machen musst, oder nicht? Ja, muss ich. Good thinking. Ich hab Angst. Mhm. Hugh, beweg dich. Okay, müssen wir es so machen. Okay. Schieben wir das hier einmal durch. Ah ja. Sehr gut. Dann können wir das wieder deaktivieren. Schieben das hier runter. Und hurra, wir haben es geschafft. Warte mal, nochmal kurz abwarten. Ich möchte nochmal. Wie weit geht der runter? Ist der untere. Ist das untere safe? Ja. Der unterste Block ist safe. Okay. Natürlich. Ich kann mich auf den draufstellen. Und dann vorbeiziehen lassen. Dann gehen wir auf Rosa. Ach ja, ist doch. Wir sagen mal lieber nichts dazu. Ich wollte gerade wieder sagen, easy peasy lemon squeezy, aber naja, nicht ganz. I tried. When you try, your best, but you don't succeed. Ich mochte diesen Song nie. Ist halt jetzt so negativ. Nee, ich finde, der hat keinen schönen Rhythmus. Ja, ja. Ist halt nicht viel Rhythmus. Wieder rot. Oh. Okay. Verstehe. Ja, das tue ich wirklich. Du musst nicht wieder so blöd schauen, Elias. Ich schaue aufs Mikrofon. Aufs Mikrofon? Ja. Mhm. Okay, probieren es noch einmal und wenn ich. Mach mich doch nicht hier so blöd von der Seite an. Sorry, ich sitze halt neben dir. Wir probieren es jetzt noch einmal und unabhängig davon, ob ich es schaffe oder nicht, beenden wir danach den Part auf jeden Fall. Ja. Ich gucke jetzt dann auch mal am Aufnahmebildschirm, das ist ja nämlich zeitversetzt. Und dann ist die Spannung bei mir größer, ob du es schaffst oder nicht. Aber du hörst doch meine Reaktion. Ja. Das macht doch gar keinen Sinn. Nee. Muss ja auch nicht alles Sinn ergeben. Du bist komisch.
Yay. Cool. Na dann. Psst, nicht spoilern, ich bin doch noch nicht an der Stelle. Jetzt. Alter. Okay, dann würde ich jetzt einmal sagen, das war's mit Hugh für heute. Ja, im nächsten Part mehr Rätsel und noch mehr Laser. Ja, ich denke mal, dass dieses Let's Play ist Endlaser. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.